Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, unsere Mühen wurden belohnt. Wir haben tatsächlich eher durch Zufall doch unser Ziel, die Wilhelmswarte, gefunden und hoffen, dass jetzt niemand oben ist. Wir gehen jetzt gemeinsam hinauf und genießen dann kurz den Blick über Mödling und Baden. Hier sind noch die Fundamente, wahrscheinlich aus Kriegszeiten. Hier dürften wahrscheinlich jede Menge Anlagen gewesen sein, Horchanlagen, Sendeanlagen. Wir wissen, hier waren jede Menge Stützpunkte. Aha, was steht da? Türe bitte immer schließen. Das ist gut. Wir werden die Türe schließen. Aber zuerst wollen wir mal hineingehen. So ist das. Passt. Aha, da höre ich jemanden. Ich habe die Tür jetzt nicht geschlossen, aber die geht eh zu. So, da. Da kommt jemand. Grüß Gott. Ein Bullauge. Ja, da zieht es ordentlich rein, aber schöner Ausblick. So, da. Schauen wir weiter hinauf. Ich weiß nur, dass man hier einen kleinen Winkel nur überblickt. Aha, mit der Riegel. Na bumm. Sehr neblig. Sehr diesig. Aber auch sehr schön. Und rechts davon sollte dann das Anhängerhaus sein, ja. Das heißt, hier wurde alles gerodet, wie wir sehen. Naja. Wir sind jetzt, glaube ich, hier sind wir jetzt, gell? Wir sind hier. Ah, 675 Meter. Genau, so hoch wie mein... Der einzige 6000er. Wir sind schon auf 6000 Meter, ja, oder? Ja, wir sind auf 6000. Sehr, sehr gut. Ich habe mir gesagt, ja, das ist... Nur damit ich weiß, was ich damit ausschreibe. Das ist der einzige 6000er, deswegen wird es auch der Anhänger Barbat genannt. Sehr gut, genau. Der K9 dann. Ja, na, was heißt? Ja, schauen wir mal, dass da was der Ruhe hat. Das sieht man sehr schlecht. Das sieht man gar nicht. Und da ist der Sender, genau. Der Wolkenfabrikant. Dort unten sollte dann der Eichkogel sein. Das da, genau. Das ist der Eichkogel hier unten.